So, jetzt sind wir in einer anderen Ansicht und wollen die Ego-IO-Box auch einmal kurz andampfen. So viel davon, ich finde das Gerät, es liegt sehr schön in der Hand. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ich hätte gerne eine Tasche. Ich habe jetzt hier eine kleine Tasche. Passt auch relativ gut in so eine kleine Seitentasche, in so einer Strickjacke. Im Gegensatz zur IO-Box, die in dem zweiten Video folgt, muss ich sagen, gefällt mir die IO-Box besser. Warum? Komme ich im anderen Video dazu. So, Gerät einschalten, fünfmal drücken, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, aber es leuchtet auf jeden Fall schon mal schön. So, und jetzt ist die auch an. Und einmal trocken ziehen. Und jetzt dampfen wir doch mal. Dann, ob die Airflow komplett offen ist. Ja, also das Gerät gibt den Geschmack sehr gut wieder, muss ich sagen. Ich finde es ein schönes Gerät, nicht so leicht, nicht so schwer. Kann ich nur empfehlen, der Geschmack ist wirklich gut. Ich habe auch nicht das Problem jetzt im ersten Moment gehabt. Kann sein, dass es jetzt nur kurz ist. Dass ich Liquid im Mund habe. Also Liquid habe ich bisher keinen im Mund gehabt beim Andampfen jetzt. Was das Gerät im Langzeittest folgt, dazu bringe ich jetzt ab Montag jede Woche einen Vlog raus, wo ich dann das Gerät, was ich an dem Tag vorgestellt habe, einmal noch mal kurz drauf eingehe, kurzes Update mache und darüber berichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich ein neues Video habe. Und wenn nicht, wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Tag. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Bis zum nächsten Mal, euer Bitos Blog. Ciao.